Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einer neuen Ausgabe der Gothic 1 Definitive Edition in der Alpha 2.0.2. Ja, wir quatschen einfach mal mit Lester weiter. Wir sind in der letzten Folge im Sumpflager angekommen. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Ich suche einen Platz zum Schlafen. Folge mir. Ich finde das auch so cool, den Hinweis, den er im Dialog gibt. Ich kann dir auf jeden Fall helfen. Finde ich schon echt cool gemacht. Ich hätte das anders gemacht. Ja, und übrigens nochmal. Neu hier, was? Hast du schon unser Sumpfkraut genossen? Das solltest du unbedingt tun. Es ist ziemlich gut. Es öffnet deinen Geist für die Worte des Schläfers. Schließ dich uns an und befreie deinen Geist. Mach dich bereit für eine Reise. Eine spirituelle Reise. Lerne die Macht des Geistes zu nutzen. Lerne sie zu kontrollieren. Komm in die Gemeinschaft der Erwachten und Erwecker. Teile mit uns deine Kraft, wie wir auch unsere Kraft mit dir teilen. Mach dich frei von Suche und beginne zu finden. Entdecke die Wahrheit. Das alles kannst du erreichen, wenn du zu uns kommst. Ist schon geil gemacht, muss ich sagen. Ne? Also man hat's gehört, dass es noch ein Bot ist, ja? Also man, am Anfang war ich jetzt, die ersten zwei Sätze war ich total perplex, weil damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber wenn man genau hinhört, manche Betonungen passen noch nicht so ganz. Da merkt man, dass es ein Bot ist, aber sonst mega geil. Wirklich ultra geil. Fett. Das ja besser wissen. Ja, was ich gerade noch sagen wollte. Ich habe ja gestern eine Folge aufgenommen, wo ich erzählt habe, es haben jetzt 530, 40 Leute abgestimmt für die Gilde. Immer wieder dieselbe Leier. Einen Tag später haben jetzt 668 Leute abgestimmt und das Ergebnis ist unverändert. 37% Bruderschaft, 37% altes Lager. Im Laufe des Tages war es heute mal so gewesen, dass 38% Bruderschaft war. Also 1% mehr als das alte Lager, aber es hat sich jetzt wieder neutralisiert. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann. Das ist echt total faszinierend, wie ihr da geteilter Meinung seid. Schau dich um. Aber wenn du dir zu viel Zeit lässt, dann gehe ich zurück zu Barnamib. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Barnamib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Achso, das haben wir ja schon in der letzten Folge. Der Schläfer möge dich behüten. Ja, komm, weißt du was, dann gehen wir jetzt mit Lester einfach wieder zurück zum Tor. Zeig mir den Weg. Wo willst du hin? Zurück zum Tor. Ich glaube, das war jetzt auch ein Bot, oder? Achso, der geht da jetzt einfach lang. Aber ist auch mal ganz hübsch. Einfach mal so einen kleinen Spaziergang durch das Lager. Boah, ich dachte gerade, der springt jetzt hier einfach runter. Aber ich habe diesen Aufgang hier irgendwie total vergessen. Aber der war noch nicht im Hauptspiel hier, oder? Ich kann mich nicht an diesen Aufgang erinnern. Oder etwa doch? Boah, ich bin mir total unsicher, Mann. Wirklich. Ja, also aus der Abstimmung kann ich bisher auf jeden Fall schon mal entnehmen, dass wir uns nicht dem neuen Lager anschließen werden, weil das ist mit 25% ziemlich weit abgeschlagen. Also wir werden uns auf jeden Fall der Bruderschaft anschließen oder dem alten Lager. Aber es, wie gesagt, also sowas habe ich echt noch nicht gehabt, dass es so quasi 50-50 zwischen diesen beiden Auswahlmöglichkeiten ist. Das ist einfach krass. Ich fürchte, also ich werde wohl, wenn sich das bis heute Abend, ich sage, ich gebe der
Abstimmung jetzt mal noch so 3 Stunden. Wenn das Ding sich in 3-4 Stunden nicht jetzt irgendwie entschieden hat, nach knapp 2-3 Tagen Abstimmungszeit, dann werde ich heute nochmal eine extra Abstimmung starten. Ob Bruderschaft oder altes Lager. Also neues Lager fällt dann halt weg. Auf die falschen Leute gehört. Das ist unglaublich. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Und wenn es dann wieder so ein 50-50-Ding wird, in so einer Haut würde ich trotzdem nicht stecken. Dann werde ich mir einfach eins aussuchen. Naja. Ich denke mal, so 700 Stimmen kriegt die Abstimmung schon noch. Er hat auf die falschen Leute gehört. Zusammen. Und dann, nach wenn 700 Stimmen erreicht sind, gucke ich mal, wie das dann aussieht. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Ich fände es so geil, wenn man jetzt einfach nur den normalen Dialog weitermacht. Hey, was laberst du? Was ist los mit dir? Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Naja. Also die Sache ist halt, er hätte eigentlich wissen müssen, dass das super gestellt und geschauspielert ist, aber okay. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Korkalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Oh, warte mal. Das speichere ich mal kurz ab und frage das mal nach. Weil das sieht mir nach einem Dialog aus, den ich noch nicht kenne. Gibt es Aufgaben, die ich für die Bruderschaft erledigen kann? Ich hätte da sehr wichtige Aufgaben für dich. Einer unserer Brüder hat sich mit einigen armen Seelen aus dem neuen Lager zusammengetan und angefangen, Drogen herzustellen. Er besorgt das Sumpfkraut und alles, was sie sonst noch brauchen. Und die anderen stellen die Drogen her. Wir können nicht dulden, dass andere Drogen herstellen. Nur wir stellen Drogen her. Interessant. Was soll ich genau machen? Gehe dorthin und finde heraus, wo das Labor ist. Das war aber jetzt Cut-Content, oder? Also, ohne Scheiß, diese Quest und diesen Dialog kenne ich nicht. Hab ich noch nie gehört. Wirklich, noch absolut noch nie gehört. Weil, also, daran würde ich mich erinnern, wenn das so ein Drogendialog gäbe mit Baal-Namib. Also, ich weiß, dass Korkalom einem die Quest gibt, dass man dieses illegale Krautherstellerlager, diese Höhle vorm neuen Lager da ausrotten muss. Ja, daran, das weiß ich, daran erinnere ich mich, aber an diesen Dialog mit Baal-Namib kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Das ist das Cut-Content, der jetzt hier wieder eingebaut wurde? Ich meine, das wurde ja beschrieben, dass es das ja, gemacht wurde. Wegen der Krautherstellung im neuen Lager. Hast du das Nest der Ratten gefunden, mein Freund? Leider nein. Du wirst noch an dir arbeiten müssen, um ein Bruder von uns zu werden. Oder ist das mit dem Sprachbot? Ich weiß es jetzt echt nicht. War das jetzt so ein Ding, was mit dem Sprachbot jetzt eingefügt wurde? Mach Platz. Also, ich bin gerade total überfordert. Ist das jetzt so ein Sprachbot gewesen oder ist das Cut-Content? Ich bin gerade sowas von überfordert mit der ganzen Situation. Das ist ja abgefahrener Scheiß, Mann. Okay, also wir machen jetzt folgendes. Ich gehe jetzt mal zu Korkalom. Das ist ja insane. Hey, du. Nee, nicht du. Hey, du. Hi. Du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen,
Dann weiß ich es auch nicht mehr. Werd's ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. Die Quest kennt man. Die ist nicht neu oder so. Das mit dem Balner Mip, also... Dieser Dialog, der hat mich jetzt komplett aus der Fassung gebracht, muss ich sagen. Das ist wahnsinnig. Ich bin hochgradig beeindruckt gerade, weil ich, also ich weiß echt nicht, ich schwöre, dass ich mich an diese Quest, dass ich die noch nie gehört habe. Also der Dieter Gring, das klang jetzt so, als ob der das wirklich eingesprochen hat und dass das nicht der Sprachbot war. Aber wenn das tatsächlich der Sprachbot gewesen sein sollte, dann habe ich echt Angst, wie gut der ist. Ich meine, bei dem Yoru habe ich die ersten zwei Sätze auch erstmal dumm aus der Wäsche geguckt, dass er mich einfach so angequatscht hat, so als ob das wirklich der echte Sprecher gesprochen hat. Halt! Solange du keinen guten Grund hast, wirst du meinen Meister nicht bei der Arbeit stören. Kvarna Mieb schickt mich. Ich will einer von euch werden und soll mit Kor Kalom sprechen. Du kannst passieren. Und das war jetzt aber der Sprachbot. Also, was der Held gesagt hat zumindest. Hey du! Geil! Jetzt darf ich... Oh, das ist ja cool! Was willst du? Das ist ja richtig geil! Das heißt, ich hätte gar nicht zu Kor Kalom gedurft, wenn mich nicht Balner Mieb geschickt hätte. Das ist ja mega geil! Das ist so ein... Das ist super logisch und witzig. Also nicht witzig, aber logisch. Es ist halt logisch und cool, weil normalerweise kann man einfach so zu Kor Kalom, ohne dass man was machen muss, was erfüllen muss. Und jetzt hier ist es aber so, dass man quasi erst diese Sache mit Lester rausfinden muss, dass Balner Mip einem die Erlaubnis gibt, Kor Kalom aufzusuchen. Und dann gibt es diesen Special-Dialog. Das ist so cool gemacht, Mann. Das ist so cool gemacht. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Mach Platz! Wisst ihr, was ich befürchte? Ich werde es jetzt testen, aber ich befürchte... Das Ding kriege ich nie auf. Dafür brauche ich den Schlüssel. Ja. Das habe ich befürchtet. Wir müssen Schlösser knacken können und das kann ich aktuell nicht. Das habe ich jetzt... Das ist mir gerade während des Dialogs ist mir das mal so in den Sinn gekommen. Scheiße, was ist, wenn wir jetzt nicht einfach so an die Truhe rankommen können, wie es sonst, meine ich, immer der Fall war? Tja. Das hätte ich mir vorher denken können. Naja, aber... Wenn wir jetzt einmal hier sind... Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Dann reden wir mal mit allen hier. So. Gehen wir erstmal zu Baltondral. Und hören uns einen ikonischen Dialog an. Der auch in keinem Gothic 1 Let's Play fehlen darf. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Geiler Typ. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir.
Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Das ist richtig. Absolut korrekt. Ihr habt's gehört. Die Männer, die im neuen Lager leben, sind Barbaren. Und diese Aussage kann ich nur unterschreiben. 99% der Leute dort sind einfach nur billige Halunken, die eigentlich ordentlich was Zünftiges aufs Maul gebrauchen. Ja. Okay, ich werde jetzt aber erstmal mich pennen legen, weil ich möchte, dass es wieder Tag ist. Das war aber knapp. Sonst wird es uns zu dunkel. Wobei, ganz ehrlich, bei Nacht durchs Sumpflager zu streifen, ist schon eine geile Sache. Das können wir ruhig machen, eigentlich. Genau. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zum Stampfplatz. Und holen dann Harlock. Dorthin. Und das Kraut muss ich eigentlich auch... Ach ja, genau. Die Quest kriege ich dann quasi, wenn ich dann den Austausch der Leute dort vornehme. Das ist so cool, wie die sitzen. Ich mag die Animationen sehr. Oh, ich lasse einfach gerade nur die Atmosphäre auf mich wirken. Das ist wunderbar. Ngorim. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Balorun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Ja, wisst ihr, wen mich der Typ erinnert? So ein bisschen an... Zurzeit nicht! Wie hieß denn der gleich? Dar, genau. Der hieß Dar. Oh, guck mal, Sumpflager bei Nacht ist auch geil mit den ganzen Erzfackeln hier. Super. Herrlich stimmungsvoll. Pass auf, da können wir die Fackel ja eigentlich sogar mal wegstecken. Es wirkt noch viel atmosphärischer. Ich wundere mich über gar nicht drauf. Das wirkt so geil. Und dann noch mit der Barriere so. Oh, ist schon cool. Ich würde am liebsten jetzt die Facecam ausmachen, damit man eigentlich so richtig die Atmosphäre des Spiels nochmal besser aufsaugen kann. Ich glaube, meine Fratze stört einfach nur brutal gerade. Hey, Harlock. Hey. Hey, Harlock. Hey, du. Hey. Gorim schickt mich. Was? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern, oder es gibt Saures.
Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Das seitliche Laufen sieht ja mega aus. Klarer Sieger, würde ich sagen. Boah, ich liebe die Animation mittlerweile so. Das ist krass. Es sieht zwar clunky aus so ein bisschen, aber es fühlt sich überhaupt nicht clunky an. Also diese Kampfanimation. Das sieht ein bisschen Framerate-lastig aus, aber es wirkt trotzdem, also es spielt sich trotzdem flüssig. Wenn man es einmal drin hat, so ist das schon geil. Das wird dir noch leid tun. Nein, das glaube ich Warte nicht. Mal. Hey. War ein guter Kampf. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Ja, Schiss hat. Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Sehr schön. Gut, wenn wir einmal hier sind, quatsch mal gleich noch. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Oh, ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Gut, dass er es sagt. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Ich muss noch irgendwie 400 Erz zusammenkratzen. 200 für Taschendiebstahl, 200 für... Oder zumindest 200 für Schlösser knacken und 200 für... Nee, doch 400. Also Taschendiebstahl will ich eigentlich auch lernen. Wir können die verwitterte Axt eigentlich mal verkaufen, weil sobald wir 10 Stärkepunkte haben, können wir Kirgos Schwert nehmen. Und Kirgos Schwert macht 3 Schadenspunkte mehr und hat die gleiche Reichweite, also kann die Axt eigentlich weg. Das Ding kann weg, Beil kann weg, Spitzhacke behalten wir noch, damit haben wir schon mal 50, das ist schon mal gut. Seraphis vertick ich dem, wie viel Erz hat denn der überhaupt? Hat der überhaupt Erz? Der hat gar kein Erz, scheiße. Ne, dann kann ich mir das sparen hier, brauche ich gar nicht mit dem Handel erst. Pass auf, dann gehe ich jetzt erstmal... Ist der Schmied noch da? Ja, der Schmied arbeitet noch. Guck mal, der hat sogar Schmiedekleidung an. Mega. Ganz schön doch klar, dass das Ärger gibt. Darion. War nicht besonders schlau. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Bei dem Dialog höre ich immer raus, hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Also irgendwie, als ob da so ein doppeltes Habe spricht. Müssen wir mal drauf achten. Ist das wirklich wahr? So, ich vertick dir jetzt das Silber. Ich wette mit euch, ich werde das so... Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Was bringt denn das? Das ist wirklich nicht mein Mana-Bonus 5. Ich behalte mal ein, weil ich glaube, es klingt auch noch Erfahrungspunkte, die Dinger zu rauchen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. So, 100 Erz hat der. Das brauche ich eigentlich alles. Ich halte mich da lieber bekannt. Ich halte mich da lieber raus. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Immer wieder dieselbe Leier. Will ich eigentlich nicht hergeben. Aber hier, die Steinwurzeln können wir, glaube ich, hergeben. Sehr gut. So, 99. Verdammt, wo kriege ich jetzt noch einen Erzbrocken her? Komm, eine Fackel gebe ich dem noch. Ich glaube kaum, dass ich daran was erinnere. Der hat auch gar keine Waffen, sehe ich gerade. Der hat einfach nur... Das ist doch alles nur Gerede. Ich halte mich da lieber raus. Mach ich die 10er-Schritte schnell, geht auch. So. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Haben wir jetzt schon mal 189 Erz. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Es kommt nur auf die Kraft. Also komm hier nicht. Die letzten Erzbrocken kriege ich schon auch irgendwie zusammengekratzt. Das geht schon irgendwie.
das passt schon. Jetzt gehen wir zu Gorim und quatschen mit Bal-Orun. Beziehungsweise der quatscht uns an. Warte mal, wer steht denn da oben auf dem Trainingsplatz jetzt? Da stand gerade irgendjemand auf dem Trainingsplatz, den ich nicht kannte. Wer ist das denn? Jetzt bin ich gespannt. Was bist du denn? Du solltest deinen Weg mit Bedacht wählen und nach reiflicher Überlegung. Bedenke, wie du entscheidest. In den anderen Lagern bekommst du zwar Schutz und Nahrung, aber ist es das, was du willst? Was erwartet mich, was es wert wäre, zu euch zu kommen? Ich könnte dir jetzt erzählen, dass die Templer einen unbezwinglichen Willen haben, dass die magische Macht der Gurus die Vorstellungskraft von Feuer und Wassermagiern bei weitem übersteigt. Dass unsere Nahrung auch satt macht. Aber das ist es nicht, was diese Gemeinschaft ausmacht. Was dich hier erwartet, ist die Gabe. Du wirst einen Weg beschreiten, der dir sehr viel abverlangt. Aber das, was du erreichen wirst, ist eine Größe, eine Macht, die dir Erleuchtung schenkt. Eine Macht, die dich zur Freiheit führt. Ist es nicht das, was du willst? Freiheit? Also solltest du nicht die Frage stellen, warum du herkommen solltest. Die Frage ist vielmehr, warum solltest du nicht? Es tut mir sehr leid, Leute. Es ärgert mich gerade selber so, dass das jetzt, dass man das jetzt nicht richtig gesehen hat, weil der jetzt einfach runtergebuggt ist wieder. Wirklich sehr ärgerlich. Tut mir echt leid, Leute. Hey, du. Wie werde ich in diesem Lager aufgenommen? Die Templer trainieren täglich für den Kampf mit dem Schwert. Sie bilden die Wächter des Lagers und geben ihr Leben, um uns vor jeglichen Gefahren zu schützen. Das führt dazu, dass die meisten unserer Novizen ihre Kampffähigkeiten vernachlässigen. Es zählt zwar nicht zu ihren Aufgaben, dennoch sind wir eine Gemeinschaft. Und das bedeutet, sich selbst und andere im Kampf verteidigen zu können. Wenn du mir beweist, dass du die Grundlagen des Kampfes, egal ob mit dem Schwert oder dem Bogen, verstanden hast, werde ich dir helfen, in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Das ist ja perfekt. Ich habe den Kampf schon trainiert. Ich habe für den Kampf trainiert. Damit hast du deine Bereitschaft, die Gemeinschaft zu schützen, unter Beweis gestellt. Sprich mit Korkalo. Sag ihm, dass du dir einen Platz in unserer Gemeinschaft verdient hast. Nice. Also über ihn hätte ich wahrscheinlich auch zu Korkalo gedurft. Super. Ja, komm, wenn ich jetzt einmal jemanden spreche, war auch gleich damit Angar. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemanden, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Da möchte ich mal kurz an dieser Stelle ein kleines Shoutout machen an das Projekt Sonntagmorgen mit Windir und Jorgen. Die beiden machen das jetzt schon seit einigen Wochen und spielen da aktuell gerade in der Gothic-Mod die Garde. Und da hatten die in einer Folge, ich weiß gerade nicht in welcher, das war vierte, fünfte oder so, hatten die so einen Lehrer-Talk gehabt, wo die irgendwie über Gothic-Charaktere gesprochen, die irgendwie eine Lehrkraft in der Welt von Gothic bilden könnten, irgendwie in einer Schule in Kurines oder so. Und da wurde eben auch drüber gesprochen, dass Kor Angar eben so eine Art Sportlehrer mal wäre oder so. In so einer Schule, wie man sie aus unserer Welt irgendwie kennt. Und da musste ich sehr, sehr drüber lachen über diesen Lehrer-Talk. Weil Jorgenson kann den Kor Angar auch richtig, richtig geil nachimitieren, irgendwie so ein bisschen mit seiner tiefen Stimme. Und ja, macht sehr viel Spaß dazu zu gucken. Also empfehle ich euch, Shoutout an dieser Stelle, Sonntagmorgen mit Windir und Jorgen. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst eine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Ich finde das auch so cool, die haben die Kampfanimation geändert. Guckt euch das Training mal an, die trainieren anders. Müssen wir drauf achten. Die Animationen wurden verändert. Siehst du, die machen jetzt nicht mehr so diesen Move am Ende. Und achtet jetzt mal auf die linke Hand. Hier, die geht nicht mehr zum Schwert. Im Normalfall würde der da jetzt an der Stelle mit zwei Händen führen. Aber die haben da ein bisschen Variation reingebracht. Finde ich sehr, sehr cool. Das ist auch ein kleines Detail. Ein normaler Gothic-Spieler, der vielleicht diese Mods erstmal spielt. Kor Angar hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? Der vielleicht das erste Mal diese Mod spielt, ohne dass er Gothic vorher gespielt hat, dem würde das nie auffallen. Aber jemand wie ich, der Gothic einfach geatmet hat, oder die meisten von euch auch, den fällt sowas natürlich direkt auf. Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Es ist eine große Ehre für dich,
dass er dich überhaupt bemerkt hat. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Ja, ist schlecht für dich. Würde ich mich mal fragen, warum. So. Okay. Ja. Dann, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir den Dialog mit Balukor, dass ihr den da nicht sehen konntet, dass die Kamera jetzt ein bisschen doof da war an der Stelle. Es tut mir sehr leid. Ich habe mit Gorin gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. So, und zum Abschluss. Hey, du! Na, endlich abgelöst worden? Ja, jetzt kann ich endlich mal wieder richtig ausschlafen. Danke, Mann. Du wolltest das so. Okay. Oh nein. Oh nein, Mama. Och nö. Jetzt habe ich so einen verrückten Axtdude, der hinter mir her ist. Hilfe! Rettet mich! Er verfolgt mich einfach bis ans Ende aller Zeiten, ey. Geiler Typ. Oh nein. Ich frage mich, sind die dann auch sauer, wenn die mich wieder sehen? Ich hoffe nicht. Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Ach gut, gerade eben. Naja, ist nicht schlimm. Okay, dann würde ich aber sagen, ich danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht's hier weiter, wenn es wieder heißt Gothic 1 Definitive Edition. Bleibt gesund, macht's gut. Bis zur nächsten Folge und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.